Hallo und herzlich willkommen zum Workshop Akkorde hier bei Angezerrt TV. Mein Name ist Gunnar Seitz. Wir werden in diesem Kurs eine weite Reise hinter uns bringen. Wir fangen an mit Grundstellungsakkorden, erobern das Griffbrett immer weiter, bis wir schließlich durch Chordmelodie sogar in der Lage wären, Solokonzerte zu geben. Jetzt zeige ich euch, wie man Schlagmuster und Zupfmuster mischen kann, wie man einzelne Songteile dadurch besser rausbringt und es gibt auch noch Tipps zum Wechsel von Akkorden. Jetzt gibt es ein paar Vorschläge, wie man das, was wir gerade alles besprochen haben, mischen und kreativ einsetzen kann. Zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sehr effektvoll und sehr einfach einen Song gestalten kann, ist, dass man pro Songteil das Schlagmuster oder Zupfmuster wechselt. Zum Beispiel könnte man die Strophe als Zupfmuster spielen und den Refrain als Schlagmuster. Ich nehme jetzt in dem Fall mal stellvertretend für die Strophe einen E-Moll-Akkord und stellvertretend für den Refrain ein A-Moll-Akkord. Ich zupfe die Strophe mit dem einfachen Schlagmuster, einfachen Zupfmuster und gehe dann im Refrain auf ein Schlagmuster.